Name ist Hans Günther-Hundert. Ich bin der Präsident der Kölsche Funkerud Wies von 1823. Zugleich aber auch Unternehmer, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater mit etwa 80 Mitarbeitern. Und heute hier mit den Roten Funken am Startplatz. Also wir haben heute einen Kreis von Kölner Unternehmern dabei, die eingeladen worden sind von einem Member, der hier beim Startplatz mitmacht und auch die Fresenius Hochschule unterstützt. Also wir haben uns sehr gefreut, dass wir den Förderverein der Roten Funken bei uns hatten, denn das ist Köln. Ja, Köln und die Roten Funken, das gehört zusammen. Das sind etwa 50 Leute aus den unterschiedlichsten Branchen, Handel, Dienstleistung, Produktion, die natürlich das Brauchtum verbindet unter dem Dach der Roten Funken, aber die heute ganz spannend verfolgt haben, was der Startplatz denn zu bieten. Also was mich heute Abend besonders fasziniert hat, ist, wie junge Menschen, junge Unternehmer auch wieder ein wenig Pioniergeist in einem wiederbeleben, weil man sieht, dass sie sehr klar, sehr kurz, sehr prägnant ihre Geschäftsidee präsentieren, dass sie Hand und Fuß hat, dass sie vor allen Dingen einen Zugang zu einem Markt haben, den die etablierten Unternehmer zwar kennen, aber lange nicht so gut wie die, die ihn heute Abend präsentiert haben. Und dass sie vor allen Dingen eine geniale Überzeugung ihrer Geschäftsidee haben. Also einige, mit denen ich heute Abend gesprochen habe, haben gesagt, das hat mich aber doch früher an meine Gründerzeit erinnert. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Feuer, was heute transportiert wird. Es gibt auch neue Trends. Wir müssen aufgeschlossen sein für E-Commerce, für Social Media, für die ganzen Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen in der Zukunft. Und wenn diese beiden Welten zueinander kommen, dann haben wir genau das erreicht, was wir wollen, nämlich Synergien auf allen Ebenen. Also wenn ich mir überlege, wie das Thema heute angekommen ist, dann muss ich eigentlich nur da hinschauen, wo jetzt die Youngsters sind, die eben präsentiert haben. Ob die noch hier sind oder noch schon nach Hause gegangen sind, aber ich habe den Eindruck, die sind sehr stark im Gespräch, auch mit den Unternehmern, die heute Abend hier sind. Felix, ja. Hallo. Heutige Veranstaltung. Ja. New Economy trifft Old Economy. Ja, schöner Kontrast auf jeden Fall. Also ich finde, das ist etwas, was von beiden Seiten her sich unterstützt, was man auch gemerkt hat, interessante Gespräche. Einfach beide Seiten können voneinander lernen, Erfahrungsaustausch, der hier vor Ort im Startplatz stattfindet. Ja, was will man mehr? Und wir jedenfalls werden auch über den traditionellen Netz der Roten Funken, über den Abendbericht in unserer Zeitschrift oder in unserer Funken-App, wo wir heute Abend waren und was wir Tolles gelernt haben. Ja, also nochmal auf unsere Gastliste.